Lufthansa schickt Abnahmeteam zu Boeing, um eine 787-9 abzuholen. Des Weiteren, Michael O'Leary kämpft gegen einen Übergewinnbescheid aus Ungarn. Wir haben in Ungarn, in Budapest auch viele First-Class-Tarife der Lufthansa, die dort abgehen. Will sie einfach euch nochmal näher bringen. Des Weiteren, Lufthansa Flynet App, solltet ihr mal drüber nachdenken. Es gibt dort kostenlos einen Gutschein. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wie immer an dieser Stelle gehen wir einfach mal mit Ryanair ans Thema. Warum wie immer? Nein, normalerweise nehme ich Ryanair gar nicht, aber ich wollte heute einfach mal Ryanair nehmen bezüglich der Übergewinnsteuer. Und zwar, auch die Ungarn besteuern einige Branchen etwas höher als andere, weil sie sagen, es gibt einen sogenannten Übergewinn. Und die Strafzahlung, wenn man von, ich sage keine Strafe, weil ich meine, kann hier keiner was dafür, wenn er Übergewinne macht oder mehr Gewinne macht aufgrund von positiven Voraussetzungen, sind 730.000 Euro, also ein paar Millionen Forint. Ich glaube, 3 Millionen Forint oder sowas sind es. Und es werden natürlich nicht nur die Luftverkehrsbranche, sondern auch Finanz, Energie, Telekom, Pharma abgeschöpft, die da Krisengewinne eingefahren haben. Umgerechnet auf die Ticketverkäufe sind die Steuerzusatzkosten so 10 und 25 Euro da irgendwo dazwischen. Liegt die Wahrheit bei Ryanair. Und das ungarische Justizministerium hat gesagt, der Bußgeldbescheid über die 730 Euro ist das, was man dort ja eingefahren hat und damit dann auch abschöpfen möchte. Das Einzige, was noch idiotischer ist, und das ist ein Zitat, deshalb nochmal von vorne Zitat anfangen. Das Einzige, was noch idiotischer als die Entscheidung der ungarischen Regierung ist, den verlustreichen Airline-Sektor eine Steuer auf Übergewinne aufzuerlegen, ist die Entscheidung der ungarischen Verbraucherschutzbehörde, diese völlig unbegründete Geldbuße zu verhängen. Zitat Ende, Michael O'Leary. Kann man irgendwie verstehen. Und er hat ja erst auf Twitter davon erfahren, weil nämlich der Finanzminister von Ungarn das irgendwie getwittert hatte und da hat er das gesehen. Und wir werden auch diese unberechtigte Geldstrafe bekämpfen, so Michael O'Leary in der verkürzten Version jetzt von mir. Aber ich denke, dass das ein Riesenproblem ist. Was denkt ihr? Also ich meine, ich bin ja sofort dabei, wenn es darum geht, Ryanair einfach, ne, Geld, ne? Warum? Ganz einfach, weil sie auf Kosten von anderen Leuten leben, wenn sie Flughäfen anfliegen, die halt ja, mit Subventionen finanziert sind und dann direkt wieder abhauen, wenn die Subventionen auslaufen. Also das ist etwas, was für mich kein Verfahren ist. Und wenn die Gewinne trotzdem da sind, aber dann halt nicht so hoch. Die Konsequenzen von Ryanair sind ja nicht nur, dass man mit Klage vor der bis zur EU droht, sondern dass man auch Frequenzen ab Budapest reduziert hat. Man weiß allerdings immer nie bei Michael O'Leary, inwieweit das ein echtes Stressmoment war, dass die Regierung da was gemacht hat, oder ob das eine willkommene Geschichte ist, wo man einfach sagt, hey, wir hauen jetzt auf Budapest ab, genauso wie man es in Frankfurt gemacht hat. Als die Landegebühren erhöht worden sind, sind sie auch abgehauen. Warum? Weil sie Strecken hatten, die profitabler sind in ihren Augen. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich gar nicht über Ryanair oder sonst was reden, sondern über diese Übergewinnsteuer. Und daran seht ihr halt, wie schwer und wie es auch problematisch ist, diese überhaupt festzulegen. Was ist das? Ich tue mich da sehr, sehr schwer. Selbst bei Ryanair, wie ist das denn? Ich meine, die Luftfahrtbranche ist ja doch eine Branche gewesen, die gebeutelt war. Und eine Übergewinnsteuer müsste ja dann auch bei Lufthansa kommen. Warum? Ganz einfach, Lufthansa-Ticketpreise sind ja mittlerweile auch exorbitant hoch im Vergleich zu dem, was sie vorher verkauft haben. Wenn man also einfach die Deals ab Helsinki oder Tallinn für Partner-Sales sich anguckt und was jetzt für First-Class-Tickets aufgerufen wird, dann könnt ihr auch gleich warten bis zum Deal, der am Ende kommt. Da werdet ihr merken, die Preise sind gestiegen. Ist das jetzt ein Übergewinn? Für mich ist es immer wie immer Angebot, Nachfrage und damit ist der Drops dann relativ schnell gelutscht. Der Drops ist anscheinend auch bei Boeing gelutscht, aber in einem positiven Sinne. Lufthansa schickt ein Abnahmeteam nach Everett, so wird es
getitelt. Und zwar steht die erste 787-9er bereit. Das wurde ja auch schon gesagt, dass das diesen Monat passieren soll. Und es ist das erste Flugzeug dieser Art von 32 Bestellten, die Lufthansa abnimmt. 5 Flugzeuge sind, ja, sie sind fabrikneu schon, aber sie sind halt so ein bisschen so Resterampe gewesen. Hainan Interior habe ich ja mit Mario drüber gesprochen, aber auch in der Ausgabe am Sonntag, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Aber da wollen wir jetzt nicht leiden auf hohem Niveau, sondern freuen uns wie die Lufthansa, dass man nach Seattle gereist ist. Und die Delta Alpha Bravo Papa Alpha, die Berlin, wird in Kürze dann ausgeliefert. Als nächstes kommt dann die Papa Delta, das wäre die Frankfurt am Main, wird im Herbst ausgeliefert. An die Auslieferung kommen natürlich wie immer die Kabinenausrüstungsphase, wobei das natürlich keine Ausrüstung ist, sondern es wird eine Umrüstung sein. Heißt also, man wird da die Farben, die auf Hainan noch sind, auf Lufthansa umswitchen. Und dann geht es auch nach Toronto. Das wird das erste Langstreckenziel. Vorher wird es natürlich noch etwas mit der innerdeutschen Geschichte passieren, dass man da noch ein paar Trainingsflüge macht, damit die Crews auch mit dem Flugzeug vertraut werden. Und der Verbrauch der Gen-X-Triebwerke, die die 787-9er hat, 2 Stück, ist mit 2,5 Litern Kerosin auf 100 Kilometern pro Passagier schon erstaunlich gut. Die Abgaswerte 30% besser als bei den Vorgängermustern. Und deshalb hat man bei Lufthansa auch 32 Stück davon bestellt. Eigentlich haben sie ja weniger bestellt, haben dann aber nochmal 5 irgendwo dazugenommen. Und die sogenannten Sprinter waren bereits für andere Boeing-Kunden bestellt worden, hatte ich ja auch erzählt, wollen wir nicht nochmal drauf eingehen, schaut euch die Folge an. Aber was das Spannende ist, ist einfach die LH Intercont Kabine, die Future Intercont Experience, wie man bei Lufthansa das ja intern auch nennt, wird ab der 6. Maschine kommen. Und wir freuen uns zu Boeing, dass sie ausliefern dürfen und dass das jetzt auch klappt, richtig gut. Und wir freuen uns zu Lufthansa, dass sie endlich ihre Boeing kriegen. Ich freue uns auch als Passagiere, dass wir mit Boeing fliegen können. Ich finde das Flugzeug nicht schlecht. Wer bei Lufthansa gerne fliegt, weiß ja, dass die Flugzeuge Internet haben. Und da gibt es die neue Flynet-App. Und Lufthansa möchte halt diese digitalen Services weiter an den Mann bringen und bietet Gratis-Voucher an. Um diese zu erhalten, braucht man einfach die neue App. Die muss man runterladen. In wenigen Schritten gibt es dann einen Code. Und der lässt sich dann speichern und auf Kurz- und Mittelstreckenflügen einlösen, also auf der 320er-Flotte zum Beispiel. Es sind nochmal die kleinen Dinge, die das Leben leichter machen, eine sichere und schnelle Internetverbindung. Bisschen aufpassen, je nachdem. Es ist schon okay, aber wenn zu viele Leute online sind, ist es nicht ganz so schnell und es funktioniert auch nicht immer. Deshalb relativ schnell einloggen, damit nicht die IP-Adressen alle werden. Und man kann halt einfach gucken, dann könnt ihr auch schauen, was es für Dienstleistungen gibt, die man sowohl am PC oder aber auch auf dem iPhone nutzen kann. Hier habe ich das ja auch runtergeladen. Das Chatten und Surfen im Web ist natürlich kostenpflichtig, aber es gibt ja auch kostenlose Dienste, wo man sich zum Beispiel die ganzen Flugdaten runterladen kann. Man sieht, wo man ist, man sieht, wie lange man fliegt, wie hoch man fliegt. Also das, was man normalerweise auf dem Overhead-Bildschirm hat. Und das finde ich ganz in Ordnung. Man kann auch online alles machen, was bei Lufthansa.com geht. Und es gibt bei den Paketen 4 verschiedene Pakete im Grundsatz, wenn man zum Beispiel nach Helsinki fliegt. Da gibt es halt einfach diesen kostenlosen, der wird als nächstes rausgegeben. Dann gibt es Mail und Surf, da kann man dann für 5 Euro oder 1700 Meilen das Ganze machen. Was ich auch spannend finde, ist einfach, dass dieser Gutschein jetzt verschenkt wird. Schaut es euch einfach an und ich denke, es ist ein guter Weg. Obwohl einige sagen ja auch, man sollte vielleicht auch mal offline sein, weil es halt spannend ist, auch einfach mal abschalten zu können. Ich mag es gerne, ein bisschen hin und her zu chatten. Für diese Geschwindigkeit funktioniert es. Was ich auch merke und was ich auch mag, sind First-Class-Deals. Da haben wir einen super Sale ab Budapest. Den haben wir auch oft und regelmäßig verkauft. Wenn man sich das anguckt, 45 Tage Vorausbuchungsfrist. Und dieser Sale ist ein Dauersale, ist ein Dauerburner. Die Vorausbuchungsfrist von 45 Tagen ist natürlich dann überschaubar. Und wenn man sich die Preise anguckt, Dubai gibt es ab 2300, gibt es andere Ziele, die sind billiger.
Es wird auch Delhi angeboten für 2500 oder für 2500 Bombay, Johannesburg für 2700, Budapest, Hongkong auch als Return 2900 und für 3000 Budapest, Singapur. Für mich ist Singapur eigentlich das, was am spannendsten ist. Warum? Ganz einfach, weil das am, nennen wir es einfach mal, am wahrscheinlichsten auch ist, dass man reinkommt. Warum Hongkong? Hongkong ist immer noch geschlossen, also da wird nicht viel passieren. Deshalb das, Südafrika ist auch in Ordnung, man kommt da auch rein, also das geht auch. Indien problemlos, aber Hongkong finde ich problematisch. Warum Singapur? Weil Singapur wirklich eine lange Strecke ist. Deshalb habe ich für euch auch mal die Meilenwerte von Verto Credit genommen für Singapur über Budapest, Frankfurt, Singapur und zurück, hin und zurück, Buchungsklasse D und A in der First. Da sind natürlich die meisten Meilen zu bekommen bei Air China. Die sind bei 53.896, 42.318 bei Miles & More, bei Aegean, bei SAS, bei Copa sind es nur noch 40.394. Aber an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis, denkt daran, ihr kriegt immer noch 25% Executive Bonus, wenn ihr FTL, Zen oder HON seid und nochmal 50% on top. Deshalb sind das dann nochmal wesentlich mehr. 42% wäre geil. 42.000 Meilen plus die 25% Executive Bonus und dann nochmal zusätzlich natürlich die 50%. Das läppert sich. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter runter und wenn wir nach unten gehen, dann seht ihr auch schon, wie sich die Meilenwerte runterrechnen. Über 26.000 paar kaputte, 20.000 kaputte. Sogar nur bei Air India 2000, deshalb bei Air India Warnung. Cathay Pacific 1998 eine Warnung. Und last but not least, 0 Meilen bei Air New Zealand. Das sind sie wieder. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Danke, dass ihr mir die Treue haltet. Mario freut sich auch. Vielleicht sollten wir nochmal ein Live machen. Kommentiert einfach unten, ob ihr einen Live machen wollt, wann ihr einen Live machen wollt, ob ihr sagt, hey, Sonntagabend wäre geil, Dienstag war zwar toll, aber scheiß Zeit. Insofern freue ich mich auf eure Kommentare. Wir werden es erstmal wirklich nur auf Facebook machen, bis wir da so ein bisschen firm sind. Dann wollen wir das auch auf YouTube gleichzeitig streamen und werden aber auf jeden Fall die Folge dann auf YouTube hochladen, dass ihr sie im Nachgang anschauen könnt. Danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV Takeoff. Also bis dann. Ciao.